Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sims 4 mit Gaumenfreuden. Und hier die Tamara und die Toni ist auch noch da, aber natürlich momentan nicht im Restaurant. Ich habe eigentlich schon geschlossen, warte also darauf, dass die Gäste, die jetzt hier sind, alle noch gehen werden, beziehungsweise dass sie zahlen und gehen. Ich schaue noch mal so, der ein oder andere hier. Guck mal, das. Warum ist denn das hier da? Was sind eigentlich? Warum haben die vier? Kann ich das mal kurz gucken? Hallo? Mit dir schon geredet? Der Service ist toll. Begrüßen. Ich dachte doch, dich habe ich noch gar nicht begrüßt. Obwohl die schon vier haben. Das ist ja super. Also mein Service wird anscheinend echt immer besser. Das ist doch schon mal ganz große Klasse. Ein bisschen loben, ein bisschen auf Schulung schicken. Was zur Hölle macht sie da immer wieder? Was zur Hölle? Ach du Schande, du machst das hier oben drauf, oder was? Das ist doch nicht zu fassen. Oh, Müllern? Oh. Müllern? Ich brauche eine Mülltonne. Ich habe keine Mülltonne. Mann, okay, warte. Mülltonne können wir uns, denke ich, noch irgendwie leisten. Hoffe ich doch mal. Mülltonne. Irgendwas vorne dran. Es gibt jetzt nichts Spezielles. Das sind halt so diese ganz normalen Mülltonnen, ne? Die man halt einfach hat. Die auch ein Restaurant einfach hat. Ich weiß gar nicht, werden die eigentlich irgendwann mal geleert? Ich habe das noch nie gesehen. Oder soll ich sowas nehmen? Unratbehälter. Der ist ein bisschen teuer. 260. Was war das? 220. Wartet mal. So eine rote? Nee, einfach so eine braune. So vielleicht? Und wenn ich dann jetzt hergehe und ja, Müll leeren, dann kriege ich das hier irgendwie nach draußen, okay? Nun gut. Die macht das sich echt immer leicht. Die macht das immer hier oben drauf. Das ist doch sowas von bescheuert, Mann. Na gut. So, wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin draußen. Diese haben bezahlt. Ja, sehr schön. Es kommen also keine neuen Gäste. Ich muss einfach warten, weil Tamara ist auch unheimlich müde. Und eigentlich bräuchte sie auch mal eine Dusche. Das wäre ganz cool. Und eigentlich habe ich ja gesagt, ich möchte Tamara und Toni so ein bisschen abwechseln. Aber, jetzt schläft die wieder hier drüben. Aber ich will auch Tamara nicht alleine lassen. Ups. Ich habe jetzt gerade mal, da muss irgendjemand wohnen, ne? Ja, nebendran. Gut. Warum ist jetzt die da? Ach Mann, Leute. Ich habe doch geschlossen. Was ist das denn? Ich weiß, es ist 16 Uhr und es ist ungewöhnlich, dass vielleicht das Restaurant die Zeit geschlossen hat, aber stellt euch vor, ich muss um 18 Uhr arbeiten. Das ist natürlich auch blöd. Was gar nicht geht, ne? Also ich glaube, sie muss wirklich den Job aufgeben. Komm, das machen wir auch. Wobei, wir nehmen erstmal Urlaub. Ein bisschen Geld können wir mitnehmen. Nein! Warum kommen die immer wieder? Was ist denn da los? Ich check das nicht. Feuern, Schulung bezahlen, loben. Keine neuen Gäste. Habe ich das nicht schon angetippt gehabt? So. Das ist ja echt blöd. Okay, dann muss ich aber jetzt halt doch mal die Bestellung priorisieren. Die begrüße ich da hinten, das ist eine Einzelperson. Dann begrüße ich dich hier auch nochmal, dich haben wir ja schon gesehen. Dennis Kim, na dann wirst du auch begrüßt. Ich kann dich auch noch freundlich vorstellen. Und hier begrüßen, wer ist das? Eva Hilger. Okay. So, die beiden werden priorisiert. Wobei die ja irgendwie schon gegessen haben, zu haben scheinen. Er malt hier darum.
So, und jetzt quatscht sie so mit dem einen und anderen. Wo setzt du dich denn hin? Ich würde gerne noch einen Tisch priorisieren. Wenn es geht. Habt ihr jetzt gerade getauscht, ihr zwei? War doch sonst, sie war doch sonst auf der anderen Seite. Zubereitungsart erörtern. Ich glaube, das mache ich mal mit der Jüngeren. Braucht zwar länger, doch sind sie schnell. Die Qualität leidet nur. Ich will eigentlich eine gute Qualität haben. Und langsam auch ja, wie soll ich das sagen, bessere. Was auch immer. Guck mal, sie bringt sogar den Müll hier raus. Das aber auch mit. Ich stauche ein bisschen. So. Jederzeit stehe ich zur Verfügung. Okay, die bekommen dann jetzt was. Sie geht, das ist jetzt schon mal super. Die quatschen dann immer noch. Oh, irgendwas war jetzt was Rotes geworden hier draus. Oh, verdammt, die sind gegangen. Oh, was ist mit dir? Was ist denn mit dir? Die Wartezeiten waren ziemlich lang. Oh, okay. Okay, irgendwie die sind jetzt sauer. Oder kann ich euch noch was bieten? Oder... Okay, ich kann gar nichts mehr machen, oder was? Und die Preise sind gut. Ich kann hier gar nichts mehr tun. Immerhin sagt jetzt, die Preise sind gut. Na gut. Aber trotzdem kriege ich jetzt eine 1 dafür. Ich habe aber schon 4. Und ich bin momentan noch mit der... Aber Nettogewinn bin ich immer noch im Minus. Mensch. 16 Stunden habe ich bereits auf. Menno. Ich habe doch schon längst geschlossen. Ich kapiere das nicht. Das hatte doch das letzte Mal funktioniert. Kann ich die nie rausschmeißen oder so? Kann ich dir nicht sagen, geh nach Hause? Ich lobe ihn mal, dass er so toll hier gearbeitet hat. So, du gehst auch. Sehr schön. So, ich gehe einfach jetzt nach Hause. Ich mag nicht mehr dann. Die drei, die da noch da sind, ob die jetzt noch was mit reinbringen oder nicht. Ich brauche eine Dusche. Was war das noch mit Musterangestellter? Was war das? Irgendwie, ich wollte ja eigentlich heute mit Toni spielen. Aber ich glaube, Toni ist jetzt auch auf Arbeit, oder? Wenn sie nicht frei hat, ist sie selbstständig hoffentlich auf Arbeit gegangen. Tja, so geht das manchmal. Wunderbar, ich versuche ein Musterangestellter zu sein und es sieht so aus, als würde meine Bemühungen Früchte tragen. Ja, das ist doch super. So, du gehst dann mal eine erfrischende Dusche, gehst auf die Toilette und dann direkt ins Bett. So würde ich das fast mal vermuten. Hunger hättest du zwar auch noch. Die Toni ist wirklich auf der Arbeit und ich sag einfach mal, du... Oh, bei Promis. Verbessert die Charisma-Fähigkeit, verringert die Arbeitsleistung. Warte mal, ich muss mal gucken... Nee, wir wollen mal ein bisschen fleißig arbeiten, dass du bald mal eine Beförderung noch bekommst. Das ist so. So. Ach Gott, Tamara. Was machen wir denn mit dir und deinem Restaurant? Das ist ja wirklich ein bisschen stressig. Also, das fordert mich doch schon ein bisschen. Ah, Toni ist nach Hause gekommen. Dass das alles so funktioniert und so. Was ist denn das? In der Luft eine Wolke. Soll da jemand stehen? Ich habe keine Ahnung gerade. So, ja, wir üben noch ein bisschen. Mitten in der Nacht, während die Schwester nebenan schläft, egal. So, damit wir das nächste Mal eine Beförderung bekommen. Das ist schon am nächsten Tag. Tonis Zimmer finde ich eigentlich auch total schnuckelig, wobei es ein bisschen klein ist. Es könnte ein bisschen größer sein. Und warum hängen die Vorhänge so komisch da? Warte mal ganz kurz. Warte mal. So, eins nochmal rüber. Eigentlich könnten wir das auch ein bisschen größer machen, so dein Ding.
Aber wenn ich das schiebe... Ach doch, das geht. So, hättest du ein kleines bisschen mehr Platz in deinem Zimmer. Weil ich fände es auch ganz cool, wenn ich noch sowas wie das hier am... Wartet mal. Ja, genau. Wo habe ich denn die da? Mit deinen Farben natürlich. Ach, warum geht das jetzt hier nicht? Das ist doch blöd. Hier, so, jetzt. So, dass wir das noch mit reinnehmen. Und vielleicht noch eine Kommode oder irgend sowas. Wartet mal. Wo finde ich Oberflächen? Nee, Lagerung. Genau, Lagerung, Kommoden. Und irgendwas, was so zu dir passt. Würde ich auch wieder was rosa-rotes vielleicht. Vielleicht damit? Ja, dahin. Das ist doch schön. Und was obendrauf? Ja, so ein bisschen Deko. Ach, meine allerliebsten Dinger. Diese Kerzen wären zum Beispiel was Süßes. Körperpflegeprodukte für Männer ist natürlich nicht das Richtige. Was haben wir denn noch so? Endgültigkeit. Was soll das sein? Ein paar Bücher. Oh, das. Harmonie und Öle. Ja, das sind halt einfach irgendwie solche Sachen. Und, oder Damenparfum. Nee, ich will lieber meine Kerzen. Beleuchtung. Und da. Und dann nehme ich die hier. So. Dann gucke ich noch mal nach ihr. Ah, du bist schon wach und okay, dann kannst du gerade mal öffnen und kannst dir noch einen Grillkäse mal wieder gönnen. Den sollst du dir ja mehrmals gönnen. 3 haben wir erst. Und irgendwie müssten wir mal ein Fitnessgerät uns besorgen. Beziehungsweise irgendwie mal muss ich mir überlegen, dass wir... Oh, was ist denn da passiert? Warum ist denn das eigentlich hinter der Tür? Warum ist denn das hinten dran? So, wartet. Das mache ich mal nach vorne. Das werde ich dann auch hier nach vorne putzen. Und ich bin gerade ein bisschen überlegen. Einfach, ach komm, ihr könnt das, was ihr tut, gerade weitermachen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte oder ich würde gerne noch eine Treppe nach oben machen. Also eine nächste Etage quasi. Wobei ich eure beiden Schlafzimmer ganz schön finde, dass sie, wenn sie weiterhin unten vielleicht sogar sind. Oder ich könnte... Warte mal, wie weit ist denn euer Grundstück? Man könnte natürlich auch noch das ein bisschen erweitern. Ich weiß immer noch nicht. Kann ich das auch quasi erweitern? Ja, sieht so aus. Ja. Ich könnte dann... Warte mal, ich könnte dein Zimmer ein bisschen weiter nach hinten schieben. Und, ach so. Und könnte, ich wollte jetzt gerade sagen, und könnte dann hier irgendwie eine Treppe hier hoch machen. Wobei doch, wartet. Und einen Weg, nämlich nach draußen vor allen Dingen auch. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das habe ich hier weggeholt. So, das machen wir noch ein bisschen rein. Und eins, warte. Jetzt bin ich schon wieder am Bauen, ne? Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber okay, so, das hier. Und jetzt... ja, zum einen wollte ich, dass ihr nicht nur eine Dusche habt. Irgendwas habe ich jetzt hier drin. Sanitär, dann nehmen wir doch nämlich schon die hier. Die finde ich immer wieder genial. Die ist jetzt auch nicht so oder zu teuer. So, einmal das hier. Und das stelle ich mal an diese Wand. Andersrum, ne? Komm schon. Also.
Und das mache ich jetzt so. So. Und ich werde das auch noch... ich glaube, da brauche ich noch... Was habe ich denn hier drin? Ah. Oh, ich habe das Fenster verkauft, quasi. Also verdingst. Wartet. So, da kriege ich natürlich noch ein Fenster rein, ganz klar. Und dann... So, und wo habe ich die Couch gehabt? Ein VIP-Eimer. Ein VIP-Eimer ist für irgendein Date gewesen, wahrscheinlich aber eher Tonis. Und wo hatte ich die Couch? Es ist eine hübsche Couch, aber wo hatte ich die denn? Dass die in meinem Inventar ist. Hatte ich die da hier bei dir drin stehen? Hm, weiß ich gar nicht. Aber warum nicht? Stelle ich dir mal eine Couch rein. Und also das will ich eben jetzt noch nicht machen. Aber da werde ich dann hier was nach oben bauen. Und ein Fitnessgerät würde ich aber trotzdem gerne irgendwie haben. Das mache ich noch. So, Moment. Aktivitäten und Fähigkeiten. Und wir nehmen einfach ein Laufrad, hätte ich jetzt am besten gedacht. Ja, so ein 900er Laufrad reicht doch auch aus, oder? So. Blöd wäre es natürlich, wenn ich es irgendwo hier mittig stelle. Ach so, und das wollte ich eben halt nach draußen stellen und wollte eigentlich... Warte, doch, das mache ich jetzt noch. I'm sorry. Ich bin halt manchmal so, wo ich echt sage, jetzt so, jetzt brauche ich das oder muss ich das machen. So, das hier ist das Bad. Das reicht ja als Bad aus. Hm, ich mache mal die Wände hoch. Und dann brauchen wir noch einen zweiten, also hier noch eine Tür einfach rein. Sollte ja so funktionieren. Und wobei, das können wir eigentlich als Durchgang offen lassen, oder? Das ist einfach der, das nach hinten. Und hier ist einfach nur offen. Sieht es zu doof aus irgendwie? Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich mache die Tür ins Bad einfach hier rein. Und auf jeden Fall brauche ich noch ein Licht im Bad. Das würde ich aber jetzt gerne mal irgendwas von oben kommen. Irgend so ein... sowas vielleicht. Und hier draußen auch was relativ Einfaches. Ach, die finde ich immer ganz nett eigentlich. So. Und das, ja, das möchte ich jetzt eigentlich auch so stehen lassen, glaube ich. So, Wände. Mache ich die gleiche wie die hier. Tschakka. Machen wir das nämlich einfach erstmal außen rum. Es muss ja nicht echt kein neues erfunden werden. Und in unserem... Na, so sehe ich ein bisschen die Wand. Dann nehmen wir doch mal eine schöne Fliese. Und wir sind ja hier Mädchen. Also nehmen wir eine Fliese. Und in dem Zimmer von Tamara würde ich jetzt auch gerade nochmal die Dings umstylen wollen. Und sie ist ja eigentlich so oft gelb oder so angezogen, oder? Vielleicht gucke ich mal, dass wir irgendwie eine schöne Wand mit was Gelbem oder so haben. Hm. Oder sowas Kräftiges. Oder doch sowas in die Richtung. Das fände ich sogar bei dir, fände ich das ganz süß. Oder ist das, nee, das mit Weiß, finde ich doch viel schöner. Warte mal. Oder sowas. Sowas finde ich sogar, weil du hast ja viel Weißtöne hier drin. Ja, warum nicht? So. Okay, jetzt habe ich aber schon viel wieder mal umgebaut. Das war, wollte ich so in dem Sinne eigentlich gar nicht. Aber finde ich ganz hübsch. Also man kommt hier rein. Gut, rechts ist sofort das Zimmer von Tamara. Rote Zahlen, was? Du könntest es nun schließen? Oh. Ich habe es doch längst geschlossen gehabt. Ich war wirklich... Oh mein Gott, Kinders. Ich habe es vergessen zu schließen. Ich lerne es noch. Ich lerne es irgendwann echt noch. Mann.
Das gibt's doch nicht. Ich schicke auf jeden Fall Tamara jetzt mal zum energiegeladenen Training und die Toni. Ich kann hier gar nicht aufhören heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die hat 50% gelernt. So, Tamara, geh mal raus und genau. Ich habe zwar jetzt nicht so viel Licht hier draußen, aber das sollte eigentlich auch reichen. So, und Toni ist jetzt fertig. Und dann darf sie auch erst nochmal was essen. Wir haben hier Hummer zum Beispiel. Das ist doch was Leckeres. Das kannst du noch säubern. Ich dachte mir gerade, das ist dreckig. Und danach kannst du dann ins Bett gehen zum Schlafen. Während Tamara einfach weiter trainiert. Also das darf sie halt einfach nicht vergessen, das Training. Ich muss auch gerade mehr. Ihr habt gar keine Gruppen, ne? Nee. Okay. Ja, weil wenn sie jetzt so viel Grillkäse isst, dann müssen wir ein bisschen trainieren mit ihr. Das muss jetzt einfach so sein. So, ich glaube, ich muss aber jetzt auch wirklich hier an dieser Stelle, auch Spaß brauchst du, dann guck dir mal einen Comedy-Kanal an. Das ist vielleicht immer ganz gut. Okay. Oder Kochsendung für Ideen. So, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.